Sie sind jede Nacht unterwegs und jagen Autodiebe, Zivilfahnder der Polizei. Seit dem Wegfall der Grenze zu Polen hat die Zahl der Diebstähle zugenommen. Trotz verstärkter Sicherungsmaßnahmen auf Seiten der Autohersteller. So wie es Entwicklungstechniker bei den Autofirmen gibt, die neue Sicherungstechnik entwickeln, genauso gibt es so eine Tüftler, die den Gegenpart besetzen. Ja. Jede Maßnahme, sag mal, die für die Sicherheit der Fahrzeuge neu erschaffen wird, da gibt es welche, die setzen sich dann hin und brüten und machen, bis sie eben den Draht raus haben, sag mal, wie man die Technik überwinden kann. Also ein ewiges Katz-und-Maus-Spiel eigentlich, ne? Genau so ist es. Und letztendlich, sag mal, die Polizei ist immer diejenigen, die hinterher rennen. Meiner Meinung nach wird sich da auch nicht ändern. Anfang Februar dieses Jahres rennt die Polizei einmal nicht hinterher. Razzia auf einem Bauernhof in Polen nahe der Grenze. Tausende Autoersatzteile werden sichergestellt. Spiegel TV ist exklusiv dabei, durfte aber aus ermittlungstaktischen Gründen das Filmmaterial bisher nicht ausstrahlen. Aus Deutschland sind Fahnder der Soko Grenze zur Unterstützung vor Ort. Hier sehen Sie Teile von Beleuchtungseinrichtungen verschiedenster Fahrzeuge. Also angefangen von VW-Teilen. Und hier alles ausgebaut, alles fein säuberlich zerlegt, auch für den Wiederverkauf bestimmt. Also von einem gestohlenen Fahrzeug zerlegt, so wie uns ja bekannt ist, diese Masche. Diese Fahrzeuge schnellstmöglich zu zerlegen und dann auf dem Einzelteilmarkt wieder zurückzuspiegeln in den Markt. Das ist von Citroën jetzt, hier ist ja zu erkennen, hier ist ja von der VW AG-Gruppe. Wir finden hier sehr viele Teile von VW, also was darauf schließen lässt, auch hier ist ein Steuerteil für ein Airbag-System von einem Audi B8. Ne, der unten wurde ja schon einer verladen, das werde ich gleich mal mit runternehmen. Auf dem Gelände sind in Westeuropa geklaute Autos zerlegt worden. Jetzt müssen die Ersatzteile über ihre Identnummern bestimmten Taten zugeordnet werden. Telefonabfrage bei VW, Mercedes und anderen Herstellern. 21 ja. 05 21 ja. 8 3 5. Also bei diesem haben wir jetzt gerade was zu uns. 21 nämlich 83. Hier, das 5. ist von einem Golf aus Berlin, der wiederum gestohlen wurde. Die Autokarossen landen auf dem Schrottplatz. Am lukrativsten sind für die Banden die Einzelteile. Auf dem LKW hier finden sich hier zwei Fahrzeuge, zerlegt in tausende Einzelteile. Wir konnten bei der Überprüfung feststellen, dass es sich zum einen um einen VW T5 handelt, der erst vor kurzem, nämlich im Januar, in Berlin entwendet wurde, beziehungsweise in der Nähe von Berlin. Hier erkennen wir die Sitze. Und des Weiteren befindet sich hier auf der Ladefläche noch ein Audi, der im Dezember letzten Jahres in Berlin entwendet wurde. Und man sieht hier bereits in viele Einzelteile zerlegt, um dann die Einzelteile vermutlich weiterzuverkaufen. Gegen die Betreiber des Bauernhofes wird immer noch ermittelt. Die Ersatzteile hatten sie via Internet und auf einem Autoteilemarkt in Polen vertrieben. Mehr als eine Viertelmilliarde Euro Schaden haben Autodiebe in Deutschland angerichtet. Eine Summe, die die Versicherungen natürlich auf alle Verbraucher umlegen. Zweimal wöchentlich öffnet in Posen ein Autoteilemarkt seine Pforten. Kamerateams und Polizei sind hier nicht gerne gesehen. Wir verschaffen uns undercover einen Überblick. Das Angebot ist riesig. Von Motorhauben über Getriebe bis hin zu Stoßstangen. Ganze Parkhäuser voller Wagen scheinen hier zerlegt und zum Kauf angeboten zu werden. Auffällig sind die niedrigen Preise der Produkte. Die Nachfrage ist entsprechend hoch. An diesem Stand gibt es unter anderem Airbags, die Leben retten sollen. 75 Euro kostet einer für den Golf 5. Das ist um rund die Hälfte billiger als im Internet. Aus welchem Jahr ist der? Das ist für den 5er. Habt ihr dafür ein Dokument? Er fährt über die Grenze und wenn die ihn anhalten? Das müsst ihr verstecken. Wenn ihr es nicht versteckt, wird es einkassiert. Ja? Solche Sachen darf man nicht mitnehmen nach Deutschland. Das muss er bloß unter dem Sitz verstecken. Darfst du sowieso nicht einfahren nach Deutschland? Wieso darf ich den nicht einführen? Wieso darf man das nicht? Das darf man nicht. Aber wieso? Versteckt es einfach und fertig.
Der Händler ist sich über die Herkunft seiner Ware offenbar bewusst. Bei Dieben und Schnäppchenjägern gleichermaßen begehrt sind neben Airbags auch Navigationssysteme. Dieser Händler hat sich auf Navis spezialisiert. In seiner Vitrine stapeln sich Multimedia-Produkte im ungefähren Gegenwert eines Gebrauchtwagens. Zwar werden auf dem Markt ab und an Kontrollen durchgeführt, die Abschreckung lässt aber zu wünschen übrig. Ich nehme das mit nach Berlin. Wird das eingepackt? Brauchen wir da ein Dokument? Das ist kein Problem. Ich schreibe euch etwas. Kissen, er schreibt auf jeden Fall mit einem Dokument aus, mit der Nummer drauf. So, hier sind alle Nummern drauf. Das heißt, es macht niemand Ärger. Ein handgeschriebener Zettel als Herkunftsnachweis. Auch so gehen Geschäfte in Polen. 475 Euro kostet das Volkswagen-Navigationssystem in Posen. Sein Originalpreis liegt laut Händler bei über 2000 Euro. Die Herkunft des Volkswagen-Navigationssystems bleibt unklar. Es ist angeblich aus dem Internet. Nach dem konspirativen Kauf in Polen geht's zur Soko-Grenze. Es soll geklärt werden, woher die Bauteile stammen. Eigentlich kein Problem, denn jedes Ersatzteil verfügt über einen Datenträger mit der Identifikationsnummer. Diese wiederum können die Fahnder in der Polizeidatenbank abgleichen. Da sind die Datenträger weg. Wie kommt es, dass die weg sind? Um es schwieriger zu machen, nachzuvollziehen, woher die Sachen stammen, gehen die bei und entfernen die Datenträger von den Fahrzeugen, wo die mal verbaut worden sind. Wo müssten die normalerweise dran? Also hier sieht man noch, dass ein Aufkleber da mal gewesen ist, der entfernt wurde. Bei dem Navigationsgerät dürfte die Sache einfacher sein. Die Nummern sind vorhanden, waren beim Kauf deutlich zu sehen. Erneute Abfrage. Negativ. Also nirgendwo verbaut, kein Datensatz vorhanden. Also eigentlich gibt es das gar nicht. Doch, gibt es schon. Es kann möglich sein, dass es ein Ersatzteil ist, als Ersatzteil ausgeliefert worden. Dann finden wir es nicht hier in der Tabelle. Dann müsste man bei VW direkt nachfragen. Seltsam hat das Navi doch deutliche Gebrauchsspuren. Die Ermittler vergleichen noch einmal die Identifikationsnummern. Das ist manipuliert. Guckt ihr die Nummer an. Hier ist ein Nordpol. Ja. Und guckt ihr die Nummer an. Da ist es ein Marta. Das heißt, wie wurde das jetzt gemacht? Haben die da eine falsche Nummer reingestanzt? Oder? Also hier wurde jetzt das gesamte Gerät mit einer falschen Nummer versehen, um dem Gerät eine andere Identität zu geben. Das heißt, das ist geklaut? Das könnte geklaut sein, unter Umständen, ja. Was macht sonst für einen Sinn? Ansonsten macht es keinen Sinn. Bliebe im Ernstfall die Quittung des polnischen Verkäufers als Beleg für ein seriöses Geschäft. Die Echtheit dieser Quittung ist auch anzuzweifeln. Das ist einfach ein loses Blatt Papier, wo eine Adresse draufsteht und ein Datum und der Kaufpreis verzeichnet worden ist. Das ist keine gültige Quittung. Die Hitliste der beliebtesten Autos bei den Kriminellen? Ganz oben die Marke Volkswagen. 2012 wurden hierzulande über 5.700 VW gestohlen. Auf den Plätzen folgen BMW und Audi. Ebenfalls hoch im Kurs bei der Automafia Mercedes Sprinter. Am 22. Februar dieses Jahres wird in einem Potsdamer Gewerbegebiet der Lieferwagen einer Geschirrverleihfirma aufgebrochen und entwendet. Die Diebe haben Spezialwerkzeug dabei. Alles dauert nur Sekunden. Dann geht's Richtung Polen. Die Besitzer bemerken den Diebstahl erst am nächsten Morgen. Ich habe am Samstagvormittag erfahren, dass der Sprinter entwendet wurde. Und dann habe ich in der Firma in unserem GPS-System gesehen, dass das am Freitagabend schon passiert ist und dass der Sprinter dann auf dem Weg nach Polen war. Da haben die sich extra ein Wochenende rausgesucht? Da haben die sich wahrscheinlich extra ein Wochenende rausgesucht, ja. Und wir waren auch nicht die Einzigen, die da betroffen waren. Es wurden mehrere Sprinter dann entwendet an dem Wochenende. Im Transporter versteckt war eine Art Handymodul. Wird das Auto gestartet, sendet das Gerät seine Koordinaten per SMS an die Zentrale. Das ist das Modul, heißt Onboard Unit, wird eingebaut in Fahrzeuge, besitzt eine GSM, eine GPS-Antenne, übermittelt die Koordinaten, die vom Himmel kommen, per Mobilfunk an das Webportal. Und dieses Webportal zeige ich Ihnen an dieser Stelle, kann man weltweit aufrufen.
hat tabellarische Formen der Routen und hat aber auch eine Kartendarstellung des Routenverlaufes. Sie sehen, hier ist das Fahrzeug entwendet worden, der Routenverlauf auf dem Berliner Ring bis zu diesem Punkt. Hier wurde das Fahrzeug verladen und entsprechend hier wurde die nächste, letzte Koordinate wieder zündungsaus ermittelt. Hier nochmal der Weg des geklauten Sprinters über die Autobahn südlich von Berlin Richtung Polen. Nachträglich konnte man anhand der GPS-Daten feststellen, wie der Sprinter weitertransportiert wurde. An einem bestimmten Punkt verliert sich nämlich erstmals die Spur. Es wird kein GPS-Signal mehr gesendet. Einzig mögliche Erklärung: Der Sprinter wurde auf einen LKW verladen. An dieser Stelle hier. Hier muss es gewesen sein, hier ist die Koordinate, die wir herausgefunden haben. Hier hat die Verladung stattgefunden und hier sind keine Zeugen, das ist nachts gewesen. In aller Ruhe konnte man den LKW jetzt hier verladen und es gab keine GPS-Koordinaten dann mehr. Ganz in Ruhe fährt der Transporter in jener Nacht weiter. Das nächste GPS-Signal kommt erst wieder am nächsten Tag um exakt 9.33 Uhr. Der geklaute Sprinter, mittlerweile in Polen, wird wieder angelassen, fährt über eine kleine Landstraße. Natürlich waren wir erstmal froh, dass wir dieses GPS-System haben und dass wir dann genau sehen konnten, wo der Sprinter sich befindet. Und haben natürlich gleich am Samstag dann die Polizei verständigt und die hat dann alles Mögliche in die Wege geleitet. Ja. Aber gekriegt haben sie nicht mehr vor Polen? Vor Polen haben wir nicht mehr bekommen, nein. Damit möglichst wenig gestohlene Autos ihr Ziel erreichen, observieren die Zivilfahnder regelmäßig die Autobahn im Grenzgebiet. Ihre Zielgruppe ist klar definiert. Junge Männer, allein im Fahrzeug, die augenscheinlich nicht zum Auto passen. Also ich sag mal, so ein 25-Jähriger in einem BMW X5 erregt bei mir regelmäßig Verdacht. Erzähl! Ja, wir kommen jetzt mit dunkelblauen Audi in eine Richtung. Wir sind schon 1000 Meter vor Rollsteuer-Kennzeichen. Gut. Den würden wir gerne mal kontrollieren. Alles klar, ne? Zieh erst mal rauf auf der Bahn, ne? Genau, wir sind jetzt 500 Meter davor. Über Funk hat eine weitere Zivilstreife den verdächtigen Audi gemeldet. Einsatz bei Tempo 130. Ja, deutsches Fahrzeug, VW Audi Alleinfahrer, Braunschweiger Kennzeichen. Ja, meistens ist es so, wenn die Fahrzeuge in der Nacht gestohlen werden, dann kommen sie genau zu dieser Zeit hier durch. Und gucken wir uns mal an. Dieses Mal bestätigt sich der Verdacht der Polizisten nicht. Mit dem Audi ist alles in Ordnung. Fast ein Viertel aller ausländischen Tatverdächtigen stammt aus Polen. Es folgen Türken mit 13,5, dann Litauer mit 6,7% aller Verdachtsfälle. An der deutsch-polnischen Grenze bei Görlitz treffen wir einen ehemaligen Autoknacker, der Marek genannt werden möchte. Einführung ins kleine 1x1 des Kfz-Diebstahls. So wie wir Profis das machen, sieht es folgendermaßen aus. Ein Auto fährt vorne, das zweite fährt hinten. Falls es eine Straßenkontrolle gibt, wird man immer von dem ersten Auto informiert. Und man hat genug Zeit, um diesen Weg zu umfahren. Marek ist eher ein kleiner Fisch. Mehrere Jahre saß er wegen Diebstahls ab. Das sind organisierte Banden. Die Chefs kennt keiner, nur so funktioniert das. Es gibt immer eine bestimmte Hierarchie. Die Autos werden von Jugendlichen geklaut und die kennen die Oberchefs nicht. Die können zum Beispiel mich kennen, vielleicht jemanden über mir, aber die ganz oben, die Chefs, die kennen die nicht. Nicht selten zählen zu den Bandenchefs Mitarbeiter der Polizei. Im Zeitalter satellitengestützter Navigationssysteme können gestohlene Autos eigentlich leicht geortet werden. Doch die Autodiebe wissen sich mit sogenannten Jammern zu wehren. Eins der beschlagnahmten Geräte hat die Soko-Grenze behalten. Hier ist ein solcher Jammer, der von den Tatverdächtigen, von den Tätern genutzt wird. Und wenn ich diesen einschalte, den Jammer, werden sofort die Funksignale unterbrochen. Und so kann auch dieses Navigationssystem nicht mehr die Signale empfangen. Und genau das Gleiche passiert dann mit dem GPS-Sender im Fahrzeug. Also ich schalte jetzt den Jammer ein. Der Test der Polizei beweist, der Jammer funktioniert. Einmal angeschaltet, verschwindet das GPS-Signal am rechten Bildrand
und das Navi wird schwarz-weiß. Das Fahrzeug kann nicht mehr geortet werden, ist damit unsichtbar. Offiziell dürfen Jammer nicht in Deutschland verkauft werden. Interessierten bietet das Internet jedoch rasch Hilfe. Auf diversen Websites werden die Störsender angeboten. Problemlos kann bei der Versandadresse Deutschland ausgewählt werden. Auf einer anderen Seite wirbt man damit, GPS-Blocker weltweit zu verschicken. Auch Zollkontrollen, so wird versichert, können erfolgreich umgangen werden. Hätten die Täter im Falle des Potsdamer Sprinters einen Jammer benutzt, wären sie nie aufgeflogen. Denn fast 3 Wochen nach dem Diebstahl lassen die polnischen Autodiebe den Wagen wieder an. Das Modul meldet sich automatisch beim Disponenten. Am 15. März haben wir dann eine SMS bekommen, dass das Fahrzeug gestartet wurde und dann in Polen sich gerade befindet. Was steht da? Ja, Fahrzeug wurde gestartet am 15.03. um 15.26 Uhr und befindet sich zurzeit mit Koordinaten in Polen. Über die Soko-Grenze wird die polnische Polizei informiert. Auf einer Landstraße 120 Kilometer von der Grenze entfernt stoppen sie den geklauten Transporter. Am Steuer sitzt ein Ukrainer. Dann haben es die Ermittler nicht mehr eilig. Kriminaltechniker werden 7 Monate brauchen, um den Sprinter zu untersuchen. Was auffällt, der Wagen war schon für sein neues Bestimmungsland umgerüstet. An dem Transporter ist ein Versicherungsschein und auch die Länderkennung angebracht. Warum die Untersuchung aber so lange dauerte, bleibt unklar. Es bedarf alles einfach einer bestimmten Zeit. Die Untersuchungen, Ergebnisse und Analysen müssen sehr genau, sehr detailliert gemacht werden. Leider dauert es manchmal ein bisschen. Abgeholt wird der Mercedes von einem Spediteur, der sich nur auf den Transport geklauter Autos spezialisiert hat. Das sind alles geklaute Fahrzeuge. Und was haben Sie da alles drauf? Porsche, VW Golf und Range Rover. Neulich hatte er sogar einen besonders sparsamen Hybridwagen, den er zurück nach Deutschland brachte. Auch die Automafia geht eben mit der Zeit. Dieser Airbag wurde uns auf dem Markt in Polen verkauft. Inzwischen haben wir ihn bei der Herstellerfirma TRW untersuchen lassen und das Ergebnis ist erschreckend. Erstens funktioniert das Ding nicht, zweitens wurde es aus 3 Geräten zusammengebastelt und drittens wurden die Bestandteile wahrscheinlich geklaut. Leben rettet dieser Airbag nicht.